London Man, what's good? Ich denke mal, man kann es unschwer erkennen. Wir sind endlich in London. Und zwar wird wieder geshoppt. Ich habe extrem Bock. Das Wetter ist unfassbar gut. Boah, ich muss noch ein bisschen in den Schatten kommen. Der erste Store, der direkt abgecheckt wird, ist auf jeden Fall Goya. Jan muss da eine Bag abholen. Ich habe auch Bock, mir was zu poppen. Ob es soweit kommt, das weiß ich noch nicht. Mal schauen. Aber erstmal hier ganz kurz genießen, ja. Lang nicht mehr hier gewesen. Und by the way, ne, also den Flug haben wir wirklich fast verpasst. Ich glaube, das war der knappste Flug in meiner Geschichte. Also eine Minute später und ich hätte den Flug auf jeden Fall nicht mehr gepackt. Ich werde euch jetzt mal so ein Video einblenden, wie ich danach im Flieger saß. Aber wie gesagt, wir haben es gepackt, gehen jetzt shoppen. Wir sind nur einen Tag hier, deshalb lasst uns keine Zeit verlieren und let's go! Jungs, eine Stunde in London und direkt wurde der erste Kopf getätigt. Ich denke mal, ihr habt gesehen, was geworden ist. Eventuell zeige ich das noch in dem Video, vielleicht auch in dem nächsten Video. Mal schauen. Ich will hier nur einmal ganz kurz klarstellen. Also das war jetzt kein Impulskauf oder so. Ich bin nicht einfach in den Store gegangen. Sondern ich habe mir vorher schon überlegt, was ich mir genau holen möchte. Und keine Ahnung, hatte schon länger Bock auf diese Bag. Hatte schon die ganze Zeit Bock auf diesen blauen Goya Colorway. Deshalb will ich das hier einmal klarstellen. Nicht, dass ihr denkt, ich gehe einfach spontan in den Store und gebe mein Cash irgendwie ganz dumm aus. Kein Impulskauf, sehr, sehr wichtig. Tätig keine Impulskäufe. Mein erster Schluck seit heute Morgen 6 Uhr. Wir haben jetzt mittlerweile 10 Uhr, das heißt 4 Stunden nichts getrunken. Ich habe auch noch nichts gegessen, ich habe über Hunger. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter shoppen. Wir sind jetzt hier bei Selfridges, wie ihr sehen könnt. Also für mich, ich sage euch ehrlich, der Tag wird jetzt nicht mehr so viel gehen. Dafür war das erste Pickup schon etwas teurer so. Deshalb glaube ich, werde ich Jan einfach nur beim Shoppen begleiten, aber selber nicht mehr wirklich shoppen. Trotzdem bekommt ihr noch Aufnahmen. Wer weiß, vielleicht nehme ich noch das ein oder andere Piece mit. Mal schauen. Jeremy Fragrance, ja, was geht ab? Ich kann euch schon mal sagen, der Duft hier ist, glaube ich, neu, aber richtig gut. Aber wir brauchen irgendeinen schönen Sommerduft. Da kann man sich das kaufen. Also für die Leute, die es nicht kennen, also in Selfridges gibt es jede Brand, die ihr euch vorstellen könnt. Egal ob Root, egal ob... Digga, ich kenne die Brand nicht mal. Aber ihr checkt das Prinzip, hier hängen halt alle verschiedenen Brands. Und falls ihr denkt, ein Bräuninger wäre groß, Real Talk Selfridges ist 10-mal so groß. Und ich schwöre, hier gibt es alles. Von Moncler über Louis Vuitton, über Bags, über Bearbricks. Also wirklich einfach alles. Sogar eine Skate-Rampe. Digga, ist unfassbar. Das große Manko ist halt, sobald man irgendwas Cooles findet, wie diese verwaschenen T-Shirts hier, man auf den Preis guckt, merkt man direkt, dass die Dinger hier alle geisteskrank teuer sind. Also, Digga, man denkt, ich zahle hierfür umgerechnet fast so 450 Euro. Das ist wirklich gottlos. So seht ihr mal, wie wir nach Essen gucken. Fokussiert. Weil mein Energielevel ist wirklich hier unten. Wir müssen das wieder aufputschen, was essen, danach irgendein Drink und danach geht's weiter mit dem Shoppen. Digga, was. Das sieht aber geil aus, ne? Wir haben jetzt hier gerade ein bisschen auf TikTok geschaut, was man in der Nähe essen kann. Haben das hier gefunden. Market Hall heißt das Ganze. Da gibt es so mehrere Foodspots eben. Das steppen wir jetzt hin, ist ca. 54 Meter entfernt. Wir müssen da lang. Und dann finden wir hoffentlich was Leckeres zu essen. Komm. Wir erreichen langsam unser Ziel. Market Hall. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und sehr, sehr hungrig. Digga, die Sachen sind echt günstig, finde ich. So Wings nur 7 Pfund, Fries nur 4 Pfund, also geht echt klar. Normalerweise sind die Sachen immer hier ein bisschen teurer. Hier gibt es zum Beispiel Fried Chicken, da vorne gibt es Tacos, da vorne gibt es was anderes, da gibt es was anderes. Hier gibt es auch Sushi oder so, das heißt, jeder wird sich auf jeden Fall fündig. Jungs, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil die TikToks von diesem Burger
sahen wirklich geisteskrank aus. Man kann sich hier ganz easy hinschillen, extrem viel Platz. Und dann werden wir gleich die Burger zusammen testen, weil wie gesagt, die Burger sahen wirklich, also die sahen brutal aus. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Das wäre das Essen. Das hier ist mein Burger. Das hier ist Jans Burger. Ich schwöre, ich finde das Highlight sind diese Wings. Diese Wings sehen geisteskrank aus. Wir werden jetzt alles probieren, nacheinander. Und dann Feedback zu den Sachen geben. Let's go. Oh mein Gott. Ich hab so Bock. Ich hab so lange nichts gegessen. Erster Biss. Let's go. Boah, geisteskrank. Dieses Chicken. Absolute 10 von 10, ich schwöre. Digga, der. Der letzte Biss. Eine absolute 10 von 10 dieser Burger. Ich übertreibe nicht, einer der besten Burger, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Das muss ich auch sagen. So geil dieses Chicken. Und, was sind wir ein Winger? Wir haben noch diese Wings hier, die wir noch nicht getestet haben. Ich bin ein sehr großer Wing-Freund. Mal schauen, ob die Dinger mich auch abholen. Ich denke Peso-Unboxing oder Burger hat mir gefallen. Mal gucken, ob der Wing mir auch gefällt. Weil die Soße gefällt mir nicht so. Die Soße gefällt mir nicht so. Ich fand den Burger auf jeden Fall geiler als die Wings. Vielleicht hätte man andere Wings holen müssen. Aber die Soße, die ist einfach nicht. Die ist falscher Ehrgeiz, ja. Ja. Digga, wie so ein kleines Kind, Alter. Aber Wings wurden vernichtet. Aber ehrenlos. Wir sind back auf den Streets, denn ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir sind heute Morgen um 6, 7 Uhr hierhin geflogen und fliegen halt gleich schon wieder um 18, 19 Uhr zurück. Das heißt, wir dürfen keine Zeit, wie gesagt, verlieren. Gehen jetzt direkt weiter shoppen. Ich habe mir diese Shorts jetzt rausgesucht. Ich fand das an sich sehr cool, brauche noch Shorts für den Sommer und ist aus so einem Mesh-Stoff, deshalb passt das wirklich perfekt. Soll anscheinend luftig sein, denke ich mal. Mal schauen, wie viel das gute Ding kostet. Ich habe noch gar nicht drauf geguckt. Digga, 85 Pounds sind also ungefähr, keine Ahnung, 110 Euro für diese Shorts. Ich probiere die jetzt an und mal schauen, ob die nice fittet und ob sie 110 Euro wert ist. Was meint ihr, Brace? An sich geht die klar, oder? Aber so ein bisschen kürzer wäre halt besser, glaube ich. 115 Euro ist schon wirklich viel Geld und irgendwie, keine Ahnung, die ist auch etwas dicker, als ich gedacht habe, weil die so mäßig doppellagig ist und nicht so geil für den Sommer, sondern wie gesagt, etwas dicker. Deshalb, ich überlege noch, eventuell nehme ich die später mit, aber ich glaube, die wird hier gelassen. Man kann ja die, wenn man will, sich eventuell noch bestellen, wenn man zu Hause ist. By the way, wenn wir gerade schon dabei sind, können wir ganz kurz Outfit-Check machen. Jewelry am Start. Hier noch ein bisschen Schmuck am Start. Sacrolite T-Shirt und Drizzy Air Force, wie ihr sehen könnt. Mehr habe ich auch nicht an. Einfach nur ganz normale schwarze Shorts noch. Meine Goya Bag. Und das wär's. Jungs, bei Gott, es gibt keinen Menschen, der mehr im Film ist, als dieser Türsteher bei Supreme. Digga, der denkt einfach, der leitet den Club. So krass. Also Jan ist seit ungefähr 20 Minuten in diesem Store drin. Mein Call, der Typ kommt ohne Shoppingbag raus. Wir werden es gleich sehen. Die Quote, dass er ohne Shoppingbag rauskommt, liegt ungefähr bei 1,12. Ich will ja nicht sagen, ich hab's gecallt, aber ich hab's gecallt. Ich hab's zurücklegen lassen, wir holen gleich. Ja. Mittlerweile bin ich auf jeden Fall extrem tot, muss ich ehrlicherweise gestehen, aber wir gehen jetzt zu End. Ich glaube, End ist da vorne um die Ecke. Das heißt, hier in Soho kann ich jedem von euch nur empfehlen, hinzugehen, falls man halt shoppen gehen möchte, weil alles hier gefühlt ist. Egal ob... Digga, ich war noch nie bei OVO, ja. Ah, lass komm. Hatte, wir sehen uns bei OVO. Bei OVO Store. Direkt neben LFTY. Krass, das steppen wir jetzt rein. Ich habe wirklich gar keinen Plan, was uns hier erwartet, ja. Jungs, ich fand das Shirt hier am krassesten. In Babyblau. Eventuell probiere ich das mal in Schwarz an, aber ich weiß nicht. In Babyblau finde ich es auf jeden Fall cooler. Negativpunkt, das ist halt eine XL und das hier ist die kleinste Size. Aber sonst der Laden wirklich sehr, sehr geil, sehr gepflegt, sehr ordentlich.
Hatte ich so eigentlich noch nie auf dem Schirm. T-Shirt an sich ist halt cool, aber ich denke mal, ich stimme mir zu. So, der, man sieht das gar nicht richtig, weil es black on black ist. Also das ist auf jeden Fall zu lang. So, ich denke mal, man kann es sehen. Es geht ungefähr bis hier hin. Ist auf jeden Fall leider zu lang. Hätten wir es in einer Size kleiner, wäre es geiler gewesen und so. Was würden wir machen? Digga, das sieht wirklich so krass aus, ne? Die ist Gold, Gold da, Gold da. Wow! Also ich muss sagen, bis jetzt bester Store des Tages, auf jeden Fall OVO Store. Danach waren wir noch bei End, dort habe ich aber nichts gefilmt. Gibt es eine ganz kleine Abkühlung. Und danach, ich weiß gar nicht, ob es danach weitergeht. Also ich bin ehrlich, wenn es nach mir geht, könnten wir eigentlich aufhören, weil es eigentlich die ganze Zeit das gleiche ist. Aber mal schauen, worauf Jan Bock hat und dann gucken wir, wie es gleich weitergeht. Ich habe jetzt auf jeden Fall die letzten Läden nicht gevloggt oder in den letzten Läden nicht gefilmt. Wie Balenciaga, wo waren wir noch? End habe ich auch nichts gefilmt. Supreme glaube ich auch nicht. Palace auch nicht, keine Ahnung. Ja, so Sneakerläden und so weiter und so fort. Checkt das gerne bei Jan ab, weil ich sage euch ehrlich, mich hat es einfach nicht interessiert. Und keinen Bock, bei jedem Laden reinzugehen, irgendwas zu filmen, was mich eh nicht interessiert, um wieder rauszugehen. Das Wetter nimmt einen wirklich gottlos hops. Ihr könnt sehen, die ganze Zeit ist die Sonne so am Knallen. Ich habe richtig Bock auf Lemonade Juice irgendwie bekommen. Deshalb glaube ich, hole ich mir jetzt Lemonade Juice, Mann. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal zu Superdry, weil Jan meinte, dass es da übertrieben krasse Vintage-Sachen gibt. Let's go! Die Jagd nach Vintage-Sachen beginnt offiziell. Hoodies gibt es wirklich extrem viele, auch so voll viele geile verschiedene Farben und so, knallige Farben. T-Shirts hingegen so eher langweilig. Also falls man T-Shirts sucht, eher nicht so gut. Falls man auf der Suche nach Hoodies ist, ist das auf jeden Fall, glaube ich, der perfekte Laden. Also damit ihr seht, dass ich nicht cappe, weiß ich nicht. Findet ihr irgendein T-Shirt hier von cool? Ich glaube eher weniger. Genau das gleiche ist auch da, hier oder da. Auf jeden Fall letzter Slot heute. Nochmal Selfridges. Jan will hier irgendwie nochmal rein, wollte ich irgendwas kaufen. Was genau? Keine Ahnung. Könnt ihr ja gerne in seinem Vlog abchecken. Deshalb geht es jetzt nochmal zu Selfridges. Und ich glaube auch, dass das der letzte Laden heute ist. Wir beide sind wirklich ziemlich im Arsch, waren jetzt, keine Ahnung, 10 Stunden nur am Shoppen, nur unterwegs. Bin wirklich beruhigt oder glücklich, wenn ich irgendwann später wieder in meinem Bett liege und einfach chillen kann. Sag ich euch so, wie es ist. War kein einfacher Tag. Man denkt, war jetzt überanstrengend, aber ihr wisst, was ich meine. Ist einfach anstrengend, vor allen Dingen bei dem Wetter, die ganze Zeit bei 30 Grad. Wie gesagt, jetzt geht's nochmal zu Selfridges. Ich sag euch ehrlich, das krasseste Piece hier, was mir auch nicht aus dem Kopf geht, wäre diese Fear of God Essentials Hose. Ich werde die jetzt auf jeden Fall mal anprobieren, weil die sieht vom Fit her auch so ziemlich geil aus, wie ihr sehen könnt, so weit geschnitten und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ziehe ich die jetzt mal an, mal schauen, wie die dann getragen aussieht. Ja guys, by the way, appreciated das mal, mit Powerbank und so, trotzdem für euch zu vloggen. Digga! Also es geht echt, das geht gar nicht klar. Falscher Ehrgeiz, Jungs, was soll ich euch erzählen? Das hier ist eine Size S, die kostet irgendwie, keine Ahnung, 150 Euro. Die ist wirklich extrem cool, die Hose, nach wie vor. Aber ist halt die kleinste Size, die hier haben und... Ihr wisst selber. Dreimal dürft ihr raten, wir vergessen haben, das Outro zu drehen, deshalb mache ich das jetzt hier im Bett. Ich bin, by the way, den Vlog gerade am Cutten. Hat wirklich extrem Bock gemacht. Es ist nichts weiter Besonderes mehr passiert. Ich glaube, das war mit der letzte Laden, in dem wir drin waren. Danach sind wir einfach nur noch nach Hause gefahren, beziehungsweise nach Hause geflogen. Das Pickup zeige ich euch natürlich im nächsten LPU. Ich bin jetzt nicht dazu gekommen, euch das in diesem Video zu zeigen. Deshalb seid auf jeden Fall gespannt. Lasst hier ein Abo da, lasst mir ein Like da, falls euch dieser Vlog gefallen hat. Und ihr könnt euch sogar in ein paar Tagen auf den nächsten Vlog freuen. In ein paar Tagen geht es für mich in die nächste City. Deshalb bleibt gespannt, lasst ein Like da. Und wir sehen uns. Ciao.